Hunter machen wir jetzt. Nein, wir brauchen unbedingt Stein. Unbedingt unbedingt Stein. Also haut den da kaputt. Macht wie immer den Schnee weg. Und da haben sich gerade zwei Musikstücke ziemlich komisch überlappt. Aber ja, Prioritäten und so. Haben wir nicht irgendwo einen richtig schönen Berg? Da haben wir einen richtig schönen Berg. Ich hätte gerne hier ein Portal. Ich hätte gerne das da oben alles weg. Doppelte Geschwindigkeit. Das da weg, das da weg. Genau. Das hier auch alles weg. Graben. Graben, 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 graben. Ich würde gerne den vorderen und den hinteren Block gleichzeitig zum Abbau markieren. Ich denke aber nicht, dass das geht. Weil so muss ich immer daneben stehen und halt gucken. Oh, Leben niedrig. Daneben stehen und gucken, damit sie auch den hinteren Block abbauen. Ich kann jetzt nicht sagen, baut den ganzen Stein ab, weil dann sind hier überall noch Rückenwände über. Und so ein Unfug wie hier passiert. Weil sie halt nicht wissen, welchen Block sie zuerst bauen sollen. Und dann bauen sie die Blöcke ab, die sie brauchen, um an die oberen ranzukommen zum Beispiel. Was ja nicht ganz so schön ist. Und bringt das doofe Hühnchen nicht um. So. Da, da. Die können auch noch alle weg. So. Der Mithrilhelm. Er passt so nicht rein in das Ganze. So, mehr Scaffolding. Wir müssen da oben nämlich noch ran. Und da, und da, und da. Ein Müllerbuch, ja. Graben, 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 graben. Zwischendurch mal einen Techbaum gucken. Sonst werden wir irgendwann überrannt von den immer schwerer werdenden Gegnern. Lederschuhe. Da brauchten wir aber mehr Leder. Das hatten wir gerade ausgegeben für andere Rüstung, richtig? Nee, wir haben welche. Gut. Da, Lederschuhe. Eins, zwei Leder. Zap. Ausrüsten. Lederschuhe für den gut gepanzerten. Jo. Und Lederschuhe für den hier. Scaffolding weg, das weg. Das weg. Neues Portal für euch. Hier. Schnee weg. Kann ich erst damit anfangen. So, die Gräber hier könnte ich theoretisch wegmachen, damit wir keinen Respawn haben. Und der Respawn ist eigentlich ganz toll wegen Erfahrungspunkten. Also lassen wir das mal. Das kann alles weg. Das hört sich richtig cool an, wie die alle schön im Einklang arbeiten. Ja, das Dirt machen wir da auch mal weg, damit wir das nachher anpassen können. Und so schnell wird ein Berg abgetragen, wenn die Zwerge mal bei der Sache sind. So, weg, 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 weg. Oh, wir haben richtig viel Mana, also können wir hier ein Portal setzen, das da abbauen. Mehr töten. Ja, Leder sollten wir auch zwischenzeitlich suchen eigentlich. Oh, Schafe droppen Leder? Seit wann das denn? Das ist neu, glaube ich. Ich hätte schwören können, die haben immer nur Wolle gedroppt und ein bisschen Fleisch. Das ist natürlich irre praktisch. Bring das Ding da um. Aha, 82 Stein. Das ging flott. Genau, treibt es ins Meer. Donk, donk, donk. So, du weg, du weg, du weg. Neues Portal da. Holz, wie schaut's mit Holz aus bei uns? 51, geht so, geht so. Aber wenn ich es hier wegholze, dann purzelt das da runter, das ist doof. Also, F1, normale Geschwindigkeit. Hier, schön viel Holz. Aber dazu müssten die erstmal weg und die sind, wie wir schon festgestellt haben, ziemlich garstig. Also, Fett da drauf, Fleisch da drauf. Leder, 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 Leder. Tötet den Yeti.
Jetzt muss einer von hinten kommen und den Yeti runterschubsen. Aber das könnt ihr leider nicht, ne? Ne, ihr könnt nicht schubsen. Aber schönes Teamwork. Ganz schönes Teamwork. Die lenken ihn ab und die prügeln ihn nieder. So, jetzt gehen wir nach Hause schlafen. Macht nichts. Geht schlafen. Wir haben ganz schön viele Angeschlagene. So. Ja, ihr solltet hier unten eigentlich gar nicht wachsen, wenn ich Dingens hier hab, Fackeln. Komisch. Na gut. Wie schaut es aus mit Eisen und Kohle? Wir haben Eisen, wir haben fast keine Kohle mehr. Und dieses eine Ding, da lohnt nicht, okay. Hier ist noch Kohle. Portal, bitte hier. Kohle ab. Na, sollten wir uns abgewöhnen. Ersetze Eisenerz, das dahinter ist. Ersetze Kohle. Hinten Eisenerz, so. Die ganzen Löcher bitte wieder zumachen. So. Braucht mehr Scaffolding. Braucht immer mehr Scaffolding. Da. So, schließen. Also. Hier. Das da. Weg. Das kommt später auch noch weg. Das müssen wir ja noch zumachen. Das ist aber okay. Setze Kohle. Das hier weg. Das dazu. Was? Hier alles weg. Was zur Hölle? Also irgendwie, das mit dem Licht klappt nicht mehr. Oder ich habe das falsch verstanden. Also mir wurde gesagt, in den Kommentaren, wenn wir hier Licht machen, dann wachsen da nicht diese komischen, doofen Pflanzen. Natürlich kann es sein, dass ich die Fackeln gesetzt habe, nachdem die Pflanzen da waren, aber es wäre komisch, weil ich wäre ja nicht von da nach da gekommen. Oder die Pflanzen wachsen, wenn man nicht spielt. Ich meine, die Zauberpunkte, das Mana hier, es regeneriert sich ja auch, wenn ich offline bin. Also passieren noch andere Sachen, wie Schneckenspawns oder Unkraut oder was auch immer. Ja, ein Schreinerbuch. So, wir machen das Ganze jetzt hier einfach zu. Alles weg. Bis da oben hoch. Kriegt ihr auch ein Portal dafür. Prioritätsarbeit und so. Welle in 6 Minuten. Nee. Ja, ich weiß, wir sollten eigentlich eher Leder suchen, wie hier oben. Oder Schaf hier. Schaf töten. Doppelte Geschwindigkeit. Genau, mit Riemann. Hau da scharf. Meh. Der Weg ist da lang. Du bist doof. Genau, tonk. Tonk, kannst gleich da weitermachen. Und nicht da runterfallen. Das wäre ganz schön. Also sowohl das komische blaue Ding nicht, als auch ihr nicht. Genau, last stand. Tot. So. Alles einsacken nach Hause. Der Baum kann auch mit der schön hoch. Die sind alle angeschlagen. Ich habe doch gesagt, er soll schlafen gehen. Warum ist er nicht schlafen gegangen? Du, geh schlafen. So. Diese Zwerge da. Ihr seid hier am Schnacken, das geht schon mal gar nicht. Warum ist hier ein Timer? Achso, das ist ein Portal, das man nicht sieht. Okay. Müssen wir auch mitleben. Für null verriet ihr dann schon Scaffolding. So, Schnecke muss weg. Da muss Dirt hin. Das Zeug hier muss alles weg. Da kann ruhig schon mal ein Dirt hin. So, die Scaffoldings können weg. Dahin. Ja, sehr viel Arbeit. Weg. Wie schaut es mit dem Leder aus? Ich hätte gern ein paar mehr Schuhe.
6 Leder, ist okay. Lederschuhe, so. 1, 2, 6 Paar Schuhe. Ausrüsten. Das müsste gerade reichen, dass jeder Zwerg ein Paar Schuhe bekommt. Das heißt, von 0 Rüstungsklasse an den Füßen auf 2 ist schon mal ein guter Schritt. So, 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 fertig. Und es dauert ja noch ein bisschen, bis der 9. Zwerg kommt. So, doppelte Geschwindigkeit. Ja, ich habe vergessen, die Fackel hier oben zu setzen. Das Scaffolding hängt im Efeu fest. So. Da. Das plumpst dann hoffentlich runter. Wie willst du da jetzt hinkommen? Oh oh. Oh 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 oh. Jungs, Jungs, nein, nein, lass das. Lass hier. Hört auf damit. Ach. Er war schon hier. Er hätte nur nach links gehen müssen. Aber nein, ich springe einfach mal aus dem Fenster. Das deutet nichts Gutes an für unsere Zwerge. Wenn die es toll finden, aus Fenstern zu springen. Genau, mach das alles weg. Den da. So. Mensch. Genau, das da muss weg und da muss eine Fackel hin. Fackeln haben wir hoffentlich noch genug. Nö, keine Fackeln. Okay, Holz. Harz. Und wir bräuchten irgendwas anderes, wo das Harz noch herstellen können. Keine Lampen und Fackeln eingesetzt werden. Ja, man braucht nicht besonders viel davon und wir haben tierisch viel. Aber na gut, da Fackel hin. Scaffolding erstmal weg, so. Welle ist imminent. Mach das da mal zu, auf. Da eine Fackel rein, bis wir später noch mehr Türen haben. Das Scaffolding kann auch weg. Grünzeug weg. Das ist knapp mit den Jungs da hinten. Nope. Portal hinter den Goblins. Du, wilde Zwerg, Kontrolle übernehmen. Flop, flop. Flop, flop. Okay, das da unten kannst du halt schon wieder wegmachen. So. Befreien, befreien. Einfach Geschwindigkeit. Gut, die Zwerge sammeln sich schon mal taktisch an der richtigen Stelle. Es sind ein paar mehr Skelette als vorher. Es sind 2 Beholder. Die allerdings sich schön zurückhalten, also keinen Ärger machen werden. Und die Jedis kommen auch noch mit. Sie hauen da drauf ein. Okay. Okay, du. Kontrolle übernehmen. Ausrüsten. Du. Fangen wir ganz vorne an. Alle kriegen einen Bogen. Alle werden hoffentlich den Abstand nehmen von den Skeletten und durch die Tür rausschießen. Das ist ja wie gewohnt unser Plan bei einer Belagerung. Auch wenn das so ein bisschen albern aussieht. Eigentlich müssten sie sich hier hinten in der Burg Zinnen verstecken und dann, ne, von oben runter schießen, also was. Aber wir haben noch keine Burg Zinnen und keine Schusslöcher. Boah, seid ihr laut. Macht das mal in Ruhe da, ich vertraue euch. So, wir brauchen Licht hier draußen auch noch, fällt mir gerade auf. Können wir Fackeln in Türen setzen? Nein. Okay, müssen wir hier venezianischen Stuck hinsetzen, damit wir Fackeln bauen können? Ich weiß ja nicht. Wir können hier eine Wand drüber ziehen und das als kleine Vorräume ausbauen. Sieht ein bisschen komisch aus. Muss ich mir später überlegen. Ja, bringt schön alles um. Ich mache derweil irgendwas anderes. Ersetze Erde, ersetze Erde, ersetze Erde, ersetze Erde, ersetze Erde, ersetze Erde. Komm, die da alle töten. Also das mit den Größen der Kreaturen müssen die definitiv noch im Griff bekommen.
Und die KI vor allem von den Beholdern. Also wir hatten schon ein, zwei Mal, dass sie richtig losgelaufen sind, uns angegriffen haben, alles war gut. Aber wir haben es die meiste Zeit halt, dass sie einfach nur da stehen und nichts machen.